Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Simon, eurem Derby-Sieger, Gamer-Bruder. Ja, es ist eine Woche vorbei und ich feiere mich dafür immer noch, ja? So muss das sein, Freunde. Heute gibt es nämlich ein Squad-Builder-Battle und keinen geringeren als den Derby-Sieger, Ehrenbruder, Messi Caligiuri, Freunde. Ihr kennt ihn, 86er Inform, 65 Freistoßpräzision. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich bin dafür natürlich nicht alleine. Der mit dabei ist der gut aussehende Tobacco. Was geht? Muchas gracias. Servus Leute, ich bin der Tabak und freut mich hier am Start zu sein. Ja, wird mal wieder Zeit für ein Ründchen, SBB mit Kalle. Ja, ich bin gespannt, was da so geht. Ich hab Bock. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Wenn ja, wisst ihr Bescheid, lasst einen Daumen da. Und hate mich alle für den Derby-Sieg. Ja, Freunde, die Laune ist immer noch gut. Wir haben natürlich beim guten Tone auch noch ein Video aufgenommen. Ist oben in der Beschreibung verlinkt. Checkt ihr auf jeden Fall ab. Wir wissen noch nicht, ob das gleichzeitig kommt. Ein Tag früher, Tag eher. Ihr kennt ja hoffentlich beide Kanäle. Wir spielen Caligiuri beide heute im Sturm. Ich im rechten Sturm im 4-3-2-1. Und wo hast du ihn nochmal gespielt? Ich habe ihn im linken Sturm mit der 4-4-2. Alles klar. Dann würde ich sagen, das haben wir gar nicht lange rum. Ja. Easy. Und schreiben wir mal auf, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, kannst du mal reinhalten. Stürmer und linker Stürmer, was denkst du? Ja, ich habe den Lachs schon drin. Jetzt bin ich mal gespannt, was du genommen hast. Klar. Ich habe übrigens eine schöne Schrift, merke ich gerade. Hm? Sehr gut. Ich fange im Sturm an und da gehe ich mit einer Footmas-Karte. Ich hoffe, dass du die nicht hast. Und zwar Mario Balotelli. Oh, okay. Und im linken Sturm Team of the Year Neymar? Was? Team of the Year Neymar hast du genommen? Nee, knapp daneben. Ich bin mit Del Piero gegangen und El Shaarawy. Aber ja. Ah, okay. Das wäre auch sick gewesen. Da war ich irgendwie auf der falschen Fährte. Dann halt ich mal rein. Okay. Ich habe im rechten Sturm, ja, eine Ikona. Ich hoffe, du hast sie jetzt nicht erraten, weil ich habe sie selber aufgeschrieben. Und das ist Del Piero. Und linkes Mittelfeld habe ich gerade erst vor kurzem gezogen. Roter Player-Pick namens Kevin. Ein alter 60er. Ich wollte den noch aufschreiben. Echt? Nein! Ja, ich hab's mir so gedacht. Ja. Ah, vielleicht hat der Volland da aufgeschrieben, weil der ist neu im Team of the Week. Vielleicht hat er die gezogen oder so. Ja, den habe ich drin. Ah. Der gute Mann. Ja, ja. Scheiße. Okay, dann Mittelfeld. Also Bros, ich bin jetzt ohne Scheiße richtig gespannt. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Verrate mir als erstes, weil darüber habe ich nachgedacht, hast du Meunier und Witzel aufgeschrieben? Nee, kein von beiden. Dann habe ich ein Problem. Scheiße. Okay. Ich spiele im linken ZM die Future-Star-Karte von Ndombele. Okay. In der Mitte spiele ich eine Ikone. Was? Okay. Und zwar Clarence Seedorf als Prime Icon Moment. Alter, wie... Und rechts spiele ich Cannibal Thiago. Mann, ich dachte, du gehst mit Verratti, Mann, in der Mitte. Das wäre einfach so perfekt aufgegangen. Ah, stimmt. Da habe ich aber gar nicht drüber nachgedacht. Aber es wäre wahrscheinlich zu offensichtlich gewesen. Ja, dann habe ich noch Rabiot und als Icon dachte ich mir schon, dass du Mittelfeld miteinander gehst. Aber Vieira habe ich aufgeschrieben, nicht Seedorf. Sehr gut. Ja, dann mal rein. Machen wir weiter. Du hast die Tafel drin? Mhm. Gut, also linker ZM. Ich bin mir zu 90% sicher, dass du den hast. Aber das Ding ist, vielleicht ist es schon so offensichtlich, dass man den nicht aufschreibt. Ich weiß es nicht. Julian Brandt, okay. Was? Echt, dass du nicht? Ja, gut. Ich habe Rudi aufgeschrieben. Ich dachte, du willst reintrollen. Nein, nein. Star6, Rudi. Bra. Da bin ich jetzt aber ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, du schreibst den Star6er auf. Ja, und rechtes ZM habe ich Wijnaldum und rechtes Mittelfeld habe ich eine Ägypter namens Mohamed Salah. Okay, ja, ich habe Rudi, Bonaventura und Suso. Ja, nicht schlecht. Dann kannst du reinhalten, die Außenverteidiger. Machen wir doch. Ich halte die Tafel rein und habe zwei nette Außenverteidiger drauf. Linksverteidiger, Cannibal Mondi von City. Und Rechtsverteidiger, kann schon auffällig sein. Ist er Spanier? Da Costa. Nein! Wieso gehst du weiter in die Bundesliga? Was hast du aufgeschrieben? Ja, ich habe Hector Bellerin aufgeschrieben von den Gunners und Kurzawa. Das war so ein 50-50-Ding mit deinem Mendy da. Nice! Gibt's nicht! Läuft! Ja. Ich halte jedenfalls rein. Alles klar, ich fange an mit meinem linken Verteidiger. Ich denke, du bist nicht draufgekommen, also ich hoffe es. Eigentlich hat er schon Perfect Link, der gute Volland. Ich habe mir aber trotzdem Nach, du den Jedwai Nein! Ja, und Rechtsverteidiger
da bin ich halt auch sehr auffällig gewesen. Aber das ist der gute Trent Alexander-Arnold, seine Future Star Karte. Bitte hast du ihn nicht. Ich hab Walker. Ja. Walker und ich hab Mondi von City auch aufgeschrieben. Ich komm mal. Ah, okay. Innenverteidiger Kiefer, weil jetzt neige ich dir was weg. Jetzt bin ich motiviert. Alles klar, dann halt mal rein. Okay, ich fange doch mal an. Let's go. Okay. Linke Innenverteidigung. Spiele ich eine Ligen-SBC-Karte. Und zwar Umtiti. Ich hoffe, du hast irgendwie Boateng oder Hummels oder so aufgeschrieben rechts. Also ich glaube nicht, dass du den hast. Ich muss natürlich nochmal den El Capitano von unserem Derby-Sieg reinmachen. Und zwar den guten Benjamin Stambouli. Und im Tor steht dann Ruffier. Was? Was hast du gemacht? Okay. Ja, einfach komplett orange Links habe ich gemacht, auf Ehre. Ja, einfach auf Ehre. Also ich habe Upamecano drin stehen, ja, wegen Frankreich und so, dann Boateng, so wie du es gedacht hast. Und im Tor habe ich Fährmann aufgeschrieben, weil ich dachte, du gehst nochmal zu Schalke 04. Ja, ich halt rein. Full Team hast du, gell? Das ist nicht gut. Okay, jetzt müsst ihr mir die Daumen drücken. Also, du hast wahrscheinlich mitbekommen, ich brauche noch einen Link zu Wijnaldum. Und ja, da habe ich mich für... Nicht die Licht. Was? Nicht die Licht. Doch, die Licht. Und nein! Links daneben, den Blind. Hoffentlich hat er genug Tempo. Und ja, im Tor noch, ja, eigentlich ist das so eine Legende bei dir, oder? Eine Weekend League damit gezockt. Onana. Nein. Onana. Ich habe David, Luis, Rüdiger und Schmeichel, weil ich dachte, ja, haben wir beide Fullteam. Yes. Das wird ein knackiges Spiel. Das wird ein knackiges Spiel. Krass. Dann würde ich sagen, lade ich dich mal ein und Abfahrt. Dann zeig ich mal her. Das hat der Totski. Schick, schick auf jeden Fall. Alter, dein Team ist ja mal... Onana, ey. Absolut der krank. Der scheiß Onana, ey. Mein Gott. Hilfe, ey. Kalle. Ich glaube, es war mein größter Fehler. Und schöne Flanke. Schöne Flanke. Ja. Ah! Weißt du, was mein größter Fehler war? Ich glaube, es gibt's doch nicht. Den Blind aufzustellen. Das ist die größte Pfeife, glaube ich. Das ist mein Rechtsverteidiger irgendwo im ZM. Hallo. Da Costa. Komm. Hast du Bock? Was macht der? Oh, hier ist der Rumpel los! Wer war das denn? Kalle! Mann! Ah! Was machen die denn hier? Ecken kann er auch. Kann alles, der Junge. Kann alles! Was? Bitte, bitte, nein! Was? Was ist los? Nope! Was? Oh Mann! Willst du mich verarschen? Ja. Dankeschön. Das, Wie konnte er nicht reingehen? Nein, das ist abseits, oder? Das wäre ein dritte Mal gewesen, in 32 Minuten gewesen. Du musst nochmal. Schönes Ding! Ja, und er Thiago. Bewegt sich wie ein Schwein. Das ist nochmal so eine schöne Ecke hier. Kommt. Kommt gut. Jawohl. Onana, Ehrenmann. Gut gehalten von Onana. Geh rein! Ja. Einfach mal! Kleiner Schritt ins Herz. Nein! Bitte, geh rein, oh. Mann! Ja! 2-1. Wir sind da, Leute. Aber der kann ja nicht schon wieder Ecken. Meter plus. Ecken. Geht's doch! Ja, nein! Scheiße. Das gibt es doch nicht! Es gibt nichts Schlimmeres. Ah, okay, ich spiele einfach so. Hä? Was? Oh, sorry, dass ich so laut bin. Meine Nachbarn werden mich umbringen. Nichts! Gut! Ja! Und Neymar. Was? Viertes Mal Aluminium, fick dich doch! Das kann doch nicht sein! Ja, Mann! Ja. Ach, nö! Lauf! Nein, wer ist ja. Das? Neymar, wieso ist der denn? Lauf, Galli Juri! Das war ein Schuss! Ich hab geschossen, verfickte Scheiße! Komm, Seedorf. Seedorf! Ja, yeah, er hat was Gutes gemacht! Das erste Mal in seinem Leben bei mir! Erzählt! Ich hab. Kennst du das, wenn man die ganze Zeit auf die Zahl schaut, ob es ein Tor ist? Ja. Jetzt kommt wieder Neymar. Ich hab gehört, Onana ist mir nicht so. Nein, gelb! Ah! Dieses Spiel! Was passiert hier? Onana, danke, Bruder! Es ist zwar so, das kann ein Neymar reinzuhauen, aber es ist halt so. Komm! Kali! Nein! Kali! 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 Ja! Mein Junge! Das ist mein Mann! Ah, jetzt bin ich zufrieden. Was war das?
Dankeschön. Danke. Auch die 6 Richter Nummer. Boah, Kanji, Alter, dieses Spiel. Ja. Hammer, Alter. Kali mit dem Tor. Bin zufrieden. Ich bin bereit. Okay. Also ich weiß, ich lieg wahrscheinlich komplett falsch, ne? Aber bei einer Aufnahme, die noch die nächsten Tage kommt, habe ich Matchbälle, was das Abstoßen angeht, verschossen. Ja. Durch Picks, die nicht auf die Verteidigung gehen. Deshalb nehme ich jetzt mal die beiden Innenverteidiger. Okay. Ah, okay. Also, ich kann damit absolut leben, Alter. Und ich brauche noch kurz ein paar Sekunden, um zu mir zu kommen. Mann, was war das für ein Spiel, Alter? Und ich habe echt noch Glück gehabt, dass ich eigentlich nur den zweiten Tor verloren habe. Aber du hast getroffen. Einmal Julian Brandt, POTM. Ah, ja, muss halt weg. Und? Ja. Und dann noch Daily Blind sind halt, wie viel hat er gekostet? Ich glaube 25.000, ja. Nicht so schlimm. Okay, wo stand Del Piero? Also Del Piero habe ich ins Tor gehauen, weil ich halt... Oh, ja, da hat aber einer Eier, ey! Ja, im Tor und zum Beispiel Arnold 500.000, rechter Stürmer, Salah im Mittelfeld, De Ligt im Mittelfeld, Kalle rechts Mittelfeld, ja. Okay, ich hätte Ben sonst vielleicht noch Außenverteidiger genommen. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, sind wir raus. Checkt auf jeden Fall die Folge bei Tabak ab. Ich hoffe, das Ganze hat euch hier gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ich bin raus. Tabak, du hast die letzten Worte. In dem Sinne, tschüss. Ja, vielen Dank für die Aufnahme. Hat Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut's rein, euer Tabak. Ciao.